Hallo YouTube, mein guter Kumpel TJ, Tim Jacken wurde zerstört, verdammt nochmal. Ja, der hat ja damals meine Karriere geebnet. Ihr kennt doch bestimmt noch mein legendäres Tim Jacken Video, was damals viral gegangen ist, meine Damen und Herren. Ja, jetzt wird er wieder zerstört hier von irgendeinem Alpha. Da bin ich gespannt, weil ich bin auch ein Alpha. Und da gehen wir rein, wenn euch der Content gefällt. Probier heute in alle Richtungen auszuteilen, wie immer. Ja, dann lasst ein Däumchen nach oben da und ein Algo, damit wir hier gemeinsam groß und stark werden mit dem Channel. Das würde mich sehr freuen. Wir gehen rein, treten nach, los geht's. Ein Alpha-Kollege will mich zusammenschlagen. Kein Scheiß. Vollkontakt. Na endlich! Wurde auch mal Zeit, dass dir mal einer die Flügel stutzt, Mann. Diesen Ninja-Warrior. Er kämpft doch mal wie ein Ninja. Nur Witz, Mann gegen Mann. Aber okay, erstmal ein paar Steps zurück. Wie sind wir zu dem Punkt gekommen, dass dieser Kollege so wütend auf mich ist und Bock hat, mich zu boxen? Nachdem ich ihm den Kiefer ausgerenkt habe. Vor ein paar Wochen hat der YouTuber Salami mir ein paar Nachrichten auf Insta gesendet, wo er halt eben geschrieben hat, Bro, ich reagiere hier gerade auf... Salami biedert sich schon wieder an große Influencer an. Typisch Salami. Mann, ne? Aber das von der leeren Frau behaupten. Aber er ist auch überall. Die sind beide überall. Meine Güte. Auf so ein Comigold-Video. Wir beide werden von so einem Dating-Typen und einem Schwurbler hops genommen. Und dann hat er noch eben diese beiden Autos hinterher gesendet. Ich übertreibe nicht. Das ist das schlimmste Video, was ich in meinem Leben je gesehen habe. Du wirst die ganze Zeit der Typ mit der Barbie-Cap genannt und ich werde der Langhaarige genannt. Das ist wirklich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ja, vor allem Salami ist der Langhaarige und ich der Typ mit der Barbie-Cappe. Das ist ein guter Punkt. Klassiker. Das war der mit dem Mädchen-Cappy, gell? Mit dem Nee, das war der Langhaarige davor, der erste. Ah, der Langhaarige, okay. Salami ist der Langhaarige, nicht ich. Ich bin der mit der Mädchen-Cappy, ich finde das so geil. Aber erstmal natürlich das Wichtigste zuerst. Folgt mir auf Insta, erster Link in der Videobeschreibung. Oder geht jetzt an euer Handy. Beide hart hässlich. Würdest du sagen, dass er hässlich ist? Ich würde sagen, ist also so neutral gesehen, ohne eine Brille aufzuhaben. Und ich trage eine grüne Brille, ist er eigentlich, also er würde als attraktiver Mann durchgehen, ne? Hat einen guten Körper, attraktives Gesicht, schöne Augenfarbe. Na klar, Haare sind natürlich Geschmackssache, ne? Die meisten Menschen stehen eher auf, bei Männern eher auf Kurzhaarschnitt. Ne? Es ist manchen wahrscheinlich ein bisschen zu exotisch, aber so objektiv gesehen ist er kein hässlicher Mann. Insta, Tim Jacken ist da. Also folgt mal. Aber auf jeden Fall habe ich mir dann auch deren Ansage im Stream reingezogen. Bremer Jung wird ihn bumsen, hört er, ne? Gut, das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal. Bremer Jung wird alles bumsen, was sich bewegt. Und auch manchmal Dinge, die sich nicht mehr bewegen. Aber an sich, ne? Bremer Jung würde es tun, ne? Wir haben es hier im Chat gelesen. Und Digga, das Video war einfach nur wack. Also da waren halt Takes drin wie diese. Der hätte gern so eine Tennisspielerin da und die verdient dann Millionen und der feuert sie dann an und so. Aber das wird dann ist doch geil. Nicht funktionieren, weil das ja keine Anziehung aufbaut. Oder was soll die dann mit dem? Vielleicht ist er nett. Vielleicht liebt die ihn einfach. Nettigkeit, Höflichkeit, das baut alles keine Anziehung auf. Oder auch sowas hier. Und wenn sie dann sagen... Nettigkeit und Höflichkeit baut keine Anziehung auf. Ich verstehe, worauf er hinaus möchte. Also wenn du wirklich dieser komplett nette Nice Guy bist, der es allen Menschen recht macht und vor allem den Frauen alles hinterherträgt, wenn du dieses Extrembeispiel bist, dann hast du sehr schwer, bei Frauen ein Bein auf den Boden zu bekommen oder deinen Penis reinzubekommen. Das ist im Schnitt dann schwieriger, wenn du halt dieser Ja- und Arm-Typ bist, der das Fähnchen im Wind, sag ich mal, ne? Weil ne, Frauen im Schnitt stehen auf selbstbewusste Typen und die haben auch mal ein paar Ecken und Kanten, ne? Du sollst kein Arschloch sein, logischerweise, ne? Aber wenn du halt dieser Über-Nice-Guy bist, das ist ja mittlerweile bekannt, dann kannst du relativ Probleme bekommen im Dating im Schnitt. Ja, klar, kommst dann auch darauf an, wie gut du aussiehst. Wenn du super top aussiehst und dann nett bist, dann hast du immer noch bessere Karten, als wenn du super scheiße aussiehst und nett bist. Das geht dann... Ne? Natürlich ist es auch keine Lösung, hässlich zu sein und ein Arschloch, das ist auch keine Lösung. Ne? Sei einfach ein normaler, angenehm, männlicher oder wie auch immer du bist, einfach ein angenehmer Dude und dann wird es im Schnitt laufen. Ja? Sie möchten. Sei kein Hurensohn. Bitte einen netten, lieben Mann haben, der zuvorkommt, bis jeden Tag Blume vorbeibringt, 20 Mal am Tag sagt, ich liebe dich. Das meint er ja mit denen, diese übernice Guys, ne? die so der Frau dann das Gefühl geben, okay. Der Typ ist gar nichts wert, weil der muss ja die ganze Zeit irgendwas machen, um die Liebe zu beweisen. Weil so sehr liebt er ihn, so, ne? Klar, wenn du 20 Mal am Tag Blumen, das ist jetzt natürlich übertrieben, ja, aber auch wenn du jetzt einen Typ hast, der dir jeden Tag zweimal Blumen bringt, wäre auch merkwürdig auf Dauer wahrscheinlich. Ja, alles für sie tun. Ihr Geld ausgibt seine Zeit, ihr gibt verschleudert da regelrecht immer für sie da ist und so weiter. Den schiebt sie dann meistens in die Friendzone ab und düst dann los zu hackern ins McFit. Ja, und der macht dann den Deckel drauf. Die ist irgendwie so slightly racist. Es tut mir leid, Mädchen, dass irgendein Hakan deine Olle weggescheppert hat. Typische Wannabe, oh mein Gott, ich krieg keine Frau ab, Alphas, die einfach nur die ganze Zeit sich beschweren, wie scheiße das Leben ist. Das ist richtig beschissen.
also viele von euch haben meine Reaction gesehen und eure Kommentare waren halt eben auch so hier. Metin sehnt sich danach, das kleine Löffelchen zu sein. So konnte Coach Metin solche Kommentare natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Also Coach Metin ist der Kollege hier. Der mit dem Barbie-Cap. Auf jeden Fall haben solche Kommentare wahrscheinlich sein kleines, fragiles, männliches Ego angegriffen, weshalb er eben zu der logischen Schlussfolgerung kam, dass wir uns jetzt halt eben boxen müssen. Der Klaus oder irgendwer hat was doch gesagt, dass der Typ, dass einer von denen gesagt hat, die würden mich irgendwie fertig machen wollen. Dann geht jetzt einfach meine Einladung raus. Dann möge er bitte mit seinem Filmteam, weil das strahlen wir dann auf YouTube aus, ich nehme auch meine Jungs mit, bitte zu mir nach Augsburg kommen. Und die Regeln sind ganz einfach. Vollkontakt. 2 Minuten. Vollkontakt. Wobei ich denke, noch nicht mal 30 Sekunden brauche. Vollkontakt. 2 Minuten. Vollkontakt. Mit mir. Du, ich, komm. Vollkontakt. Wir machen das aus. Wir echte Männer. Wir echte Alpha-Männer. Hauen wir uns aufs Maul. So nämlich. Nur wir zwei. Mann gegen Mann. Zweite Sache. Keine Wahl. Junge, was ist der für ein Film? Also der ist ja richtig in dem Film. Imagine, du hast eine Online-Voraussetzung mit einem Typen und der fordert dich dann auf einmal random dazu auf, vorbeizukommen, Vollkontakt, sich 2 Minuten aufs Maul zu hauen. Das ist auch stark. Hände, Ellenbogen, Knie, Schienbein, das ist alles erlaubt. Kopf, Stirn und so weiter. Aber keine Waffen. Haare ziehen, ja, da hättest du ja einen Vorteil. Ne? Das hat er jetzt hier nicht ausgeschlossen. Die dritte Sache ist, nachdem ich ihm den Kiefer ausgerenkt habe, keine Anzeige, keine Polizei, keine Anklageschrift, kein Staatsanwalt, kein Strafbefehl, keine Anwälte, kein Schmerzensgeld oder irgendetwas in der Art. Also keine rechtlichen Spirenzchen danach. In was für einem Film lebt er? Also, was? In der öffentlichen Gewaltfantasie will er ihm den Kiefer brechen, aber ohne, dass es irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hat. Probiert er ihm irgendwie hier so einzuladen, nach dem Motto, oh, attraktive Einladung. Ist das dumm? Ist das blöd? Ach, Barbie-Cap. Dann können wir die Sache angehen. Ey, wirklich, das ist wirklich meine toxische Männlichkeit. An dem Motto, mir gefällt nicht, was du sagst, lass uns treffen, lass uns 2 Minuten aufs Maul hauen, ich renk dir den Kiefer aus. Das ist wirklich toxische Männlichkeit, leider. So unnötig auf hart machen. Mache, Alter. Freunde, kommen wir mal ganz kurz zum Sponsor des heutigen Videos, und zwar Holzkern. Lass mal nicht zum Sponsor kommen, ne? Checkt gerne Tim Jacken aus, wenn ihr darauf Bock habt, und holt euch was bei Holzkern, wenn ihr auf die Jungs Lust habt, aber ich habe mit denen kein gutes Verhältnis. Mit dem Video. Dazu ganz kurz an dich, Coach Metin, gar nicht, um dich weiter zu provozieren. Ich glaube, ich würde so 3 Sekunden brauchen, um mich auf den Boden zu kicken. Ich würde sogar meine Barbie-Cap dabei anziehen. Alle wissen das auch, glaube ich, dass es genauso passieren wird. Das Problem ist nur, mein Jahr ist echt voll halt so. Ey, du solltest aufpassen. Ich glaube, der Typ, der das vorgeschlagen hat, dieser Metin, der ist nicht sonderlich intelligent. Ich befürchte, der nimmt das noch auf ernst. Ja, obwohl es, also, der nimmt es noch auf ernst. Ne? Nach dem Motto, du denkst es, dass du ihn fertig machen würdest. Echt viele Termine so. Dementsprechend belassen wir es einfach dabei, dass, ne, ich dich nach 3 Sekunden natürlich auf dem Boden hätte. Ich weiß, du willst mir in die Fresse hauen. Nur du kannst nicht. Ja, das ist so das typische Tim Jacken-Gesicht. Ich finde es schön, dass er es selbst einsieht. Du willst mir die Fresse hauen, aber du kannst es nicht. Das beschreibt seine Internetpräsenz. Nein, Spaß. Mit Barbie-Cap. Aber abseits davon habe ich ja auch nie gesagt, dass ich mich mit dem boxen will. Das sagt ihm sein Kollege übrigens auch, so dass ich das nie gesagt habe. Aber Metin reagiert dann eben so hier drauf. Dann steht der raus. Aber ich glaube, das hat er so gar nicht gemeint. Wie gesagt, das ist ja noch der respektvollere, dieser TJ. Das war einfach nur so, das hat er auf sich bezogen, wenn man das so im Zusammenhang... Dann tut's mir leid, pardon. Ich habe das als eine reine Kampferklärung verstanden. Also ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt Gewalt... Ich habe das als reine Kampferklärung verstanden. Ich war schon auf dem Weg nach Augsburg. Verdammte Kiste. So, oh, ich habe gerade gesehen, Kalle war hier im Stream und hat sich für den Raid bedankt. Ehrenmann. Kalle, schön, dass du da warst. So, ne, was haben wir hier noch? Salami hat mir gerade geschrieben. So. Oh nein, Salami hat mir eine Nachricht geschickt. Es geht los, also die Reaction war wirklich bodenlos, was du da teilweise für Behauptungen aufstellst. Oh nein, ich habe jetzt Beef mit Salami. Scheiße, ich werde ihm später in Ruhe antworten. Und dann werden wir das klären. Weil war ich bei der Reaction sehr einseitig? Also ich habe doch gesagt, er hatte auch 1,5 Punkte, die ganz gut waren, ne? Also zum Beispiel das bei Lehrenfrau mit diesem Pedo-Vorwürfen, das ging gar nicht. Ne? Aber so insgesamt, die anderen Punkte fand ich von Salami einfach nicht gut. Da muss ich ja ehrlich sein. Na, egal, ich kläre das mit ihm. Ich kläre das mit ihm und dann, ja. Tätig ist so, dass ich mit jemandem kloppen wollen würde. Also so ich ist schon. Ich jetzt nicht. Schaut doch. Also auf jeden Fall so, wenn wir ein Problem haben, dann die wissen, wo sie mich finden können. Und dann können wir loslegen. So ein Macher, der Typ, ey.
abseits von dem ganzen Boxen, oh mein Gott, ich boxe TJ auf dem Boden-Modus, versuchen die mich übrigens auch noch anderweitig irgendwie zu fronten. Und zwar packen sie einfach so 3-4 Jahre alte Videos über die Corona-Zeit von mir aus, versuchen da irgendwas so zu finden, so nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt haben wir ihn ja aber gefickt hier. Was haben die beiden eigentlich während der Corona-Zeit gemacht? Bruder, aber mal ganz kurz, du denkst... Wie er genüsslich seinen Sip nimmt und jetzt denkt... Corona, ey, genüsslich seinen Sip. Dann will er jetzt noch auf den Corona-Schwurblerzug mit aufspringen. So, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Ein paar Sachen während Corona absolut zu Recht, dass man die im Nachhinein kritisiert. Da ist viel Scheiße gelaufen. Aber der hat irgendwie hat der Typ jetzt schon für mich schon so diese Schwurbler-Aura. So diese Flat-Earth-Energy. Corona-Zeit gemacht. Wie genüsslich er da sippt, Alter. Bruder, aber mal ganz kurz. Du nennst dich Coach, aber trinkst aus einer 1 Liter Weichplastik-Pepsi-Flasche. Hä? Digga, das ist ja mal so. Was hat denn, also Coach sein damit zu tun, aus was für Flaschen man trinkt? Hä? Also kann sein, dass aus Weichplastik die Sachen ein bisschen ungesünder sind, aber nur weil man sich Coach nennt, heißt es ja nicht, dass man nie wieder aus einer normalen Flasche trinken darf. So als hätte man, so, also, sobald man sich Coach nennt, das Recht abgegeben, aus allen Flaschen zu trinken. Was tust du, Tim Jacken? Was tust du? Also ich verstehe den Punkt nicht. Sowas von Minus-Aura. Ich mach doch auch nicht den hier. Obwohl, doch. Hätte ich wenigstens mal einen gedankenfreien Abend. Aber gut, wie geht der Clip weiter? Was haben die beiden... Na, immerhin verharmlost er diesmal Alkoholkonsum, ohne ein Placement dafür zu haben. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Wir verbessern uns. Eigentlich während der Corona-Zeit gemacht. Ja, empfohlen, dass man sich impfen lässt. Mhm. Sie haben also ihren... Usern empfohlen, sich impfen zu lassen. Genau. Haben die schon die Statistiken zur Übersterblichkeit gesehen? Allein in meinem Bekanntenkreis sind mittlerweile 2 Leute tot und 4 behindert. Ja gut, also ich kann nur von mir aus sprechen, dass ich mich eigentlich ganz gut fühle, so, also für mich fit. Sollen wir mal schauen, was die dazu gesagt haben. Den Schluss kommen. Man geht sich impfen lassen. Frei machen und rein mit der Impfung und mit der Boosterimpfung. Nur wer die Fakten nicht verstanden hat oder von Desinformation. Das war halt natürlich schon krass, weil die ja doch eine große Reichweite hatten und das den Leuten empfohlen. Aber ich denke mal, da haben die alles richtig gemacht, oder? Weil das war ja eigentlich auch so der gute Ton, den man da haben musste. Hat er auf jeden Fall Leben gerettet, oder? Das ist eine wundervolle Frage. Da gibt es eine einfache Antwort. Nein. Boah, ich weiß nicht, ob... Gutes Meme. Also, Meme-Game hat aber aufgelevelt. Pared Lesch, die beste Person ist für einen Einspieler, wenn man halt ein bisschen Corona schwurbelt. Aber gut, generell ist eh eigentlich fast alles egal, was ich hier sage. Weil laut Coach Metin bin ich hier wahrscheinlich in 10 Jahren tot. Ich weiß es nicht, was in 10 Jahren ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch am Leben sein werde und bei bester Gesundheit, wenn dieser junge Mann hier gesundheitliche Probleme hat und wahrscheinlich nicht am Leben sein wird. Haben wir hier irgendwelche Geimpfte? Bitte einmal eine Einzelchat an Leute, die sich impfen lassen haben. Ja? Ich habe mich übrigens auch impfen lassen. Ja Leute, ihr habt es gehört, wir haben jetzt noch circa 9 Jahre Zeit. Ich wünsche uns das Beste. Wir stehen das gemeinsam durch und dann können wir ja alle zusammen in 9 Jahren, wenn wir am selben Tag draufgehen, mehr oder weniger, setzen wir uns zusammen, halten uns die spatiatischen Händchen und werden dann zusammen dahinscheiden aufgrund der Corona-Impfung, die wir 10 Jahre zuvor bekommen haben. Ja, ne, das ist ja ganz, ganz klar. Logischerweise. Mann, ne? Außer die geboostert wurden, die sterben nochmal 3 Jahre eher, ne? Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Ey, Metin, ganz kurz. Wir können gerne Wette machen. Wir können gerne um 1 Million Euro wetten. Wenn ich in 10 Jahren tot bin, bekommst du 1 Million Euro. Wenn nicht, bekomme ich 1 Million. Was ist denn das für eine scheiß Wette? Nur ein Hurensohn Vollidiot würde diese Wette eingehen. Entweder ist er tot, ne? Also dafür muss er ja erstmal schaffen, 1 Million bis zu seinem Tod anzudrücken. Wenn du tot bist, kannst du doch gar nicht mehr ihm die 1 Million geben, ne? Also, Bro, ne? Außerdem kannst du ja auch durch einen anderen Grund sterben. Ne? Stell mal vor, du läufst von einem Bus und er labert dann schwubbelt rum nach dem Motto, ja, die Corona-Info hat ihn vor dem Bus laufen lassen. Mio von dir kann ich jetzt auch schon mal überweisen. Ich überweise dann einfach in 10 Jahren 2 Mio, falls du doch recht hattest, so, ne? Weil dein Stundenlohn, der läuft ja, deswegen solltest du auch ein bisschen Geld davor Kante haben, denke ich mal. Ich kläre wirklich gern auf, das ist ein nettes Thema. Aber wenn ich mir jetzt damit 3 Stunden damit auseinandersetze, ja, genau, dann gehen wir insgesamt 750 Euro durchlappen, verstehst du, was ich meine? Und das ist halt scheiße. Nee, aber lass gerne eine Wette machen, ob ich in 10 Jahren tot bin oder nicht.
bezahlt für 3 Stunden 750 Euro mit dem. Dafür kann ich 3 Stunden Premium-Nutten haben, ja? Und Salami kommt noch gratis dazu. Ja, 4 Nutten könnte ich haben. Verdammte Kiste. Ach du heilige Scheiße. 750 Euro, um 3 Stunden mit so einem Dulli zu chillen, der mir beibringen möchte, Alter, treff dich mit den Leuten und hau die in Vollkontakt kaputt, brech denen den Kiefer. Junge, also das ist ein 3-Stunden-Tutorial, um möglichst schnell in den Knast zu kommen. Danke für gar nichts. Können wir gerne machen. Es wird langsam auch ein bisschen ernst, Ding. Aber ich will denen eigentlich auch nicht so eine krasse Ernsthaftigkeit geben. Aber diese beiden Kollegen labern teilweise so eine krasse Scheiße mich. Aber guckt einfach selber. Das wären damals oder beziehungsweise zu einer anderen Zeitepoche verdammt gute Nationalsozialisten gewesen. Bitte was? Könntet ihr die Nummer wiederholen? Das wären damals verdammt gute Nationalsozialisten gewesen. Das wird sein. Ich mache Videos gegen rechte ausländerfeindliche Parteien, in denen wirklich teilweise Nazis drin sind, weil ich ein Nazi bin. Naja, da meint er jetzt offensichtlich, also ich weiß nicht, ob er das jetzt bewusst falsch versteht, er meint offensichtlich, weil er, dafür ist ja Tim Jacken bekannt, er läuft immer dem Mainstream hinterher. So, ne? Und damals war ja der Mainstream, ne, dass du halt leider eine nationalsozialistische Dreckshurensohn warst. Und das war damals der Mainstream und deshalb haben es so gut wie alle gemacht, ja, in der Zeit damals, ne? Und das ist im Prinzip der Punkt, über den er das Argument einschleifen lassen möchte, ne? Das ist der Punkt. Also er versteht das hier gefühlt falsch, ne? Ist natürlich trotzdem Quatsch, ne? Weil, wie gesagt, er hat natürlich gar nichts mit Nazis am Hut, logischerweise. Aber über diese Argumentation kommt der und nicht, weil du so rechte Inhalte postest. Das machst du ja offensichtlich nicht. Hitwitz. Du läufst halt nur immer den Mainstream extrem hinterher. Ne? Das ist ja, also, denke ich mal, kein. Also, so ist jedenfalls mein Empfinden und das Empfehlen von vielen anderen. Ne? Manche sind einfach so laufende Werbetafeln, so gefühlt. Metin, ich glaube, du bist da was ganz Kaltem auf der Spur. Mach weiter so. Ja, meine, wenn du Nazi bist, dann bist du Nazi. Ich habe damit kein Problem. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Okay. Es wird aber immer und immer beschissener. Und jetzt wird auch ein bisschen random. Aber die reden zum Beispiel auch in ihrem Video darum, dass Salami auch kein richtiger Mann ist. Und deswegen, um halt mal wie ein richtiger Mann. So, was haben wir hier? Salami fragt mich, verteidigst du das gerade? Es geht nicht nur darum, wie er es gemeint hat, sondern auch, was er gesagt hat. Ja, dass er ein Nazi ist, das, also da brauchen wir gar nicht drüber reden. Natürlich ist das nicht. Natürlich könnte er nicht weiter davon entfernt sein, Nazi zu sagen. Ich habe nur gesagt, er hat den Punkt falsch verstanden, den Alpha-Kollege da gesagt hat, ne? Du hast die ganze Reaktion gar nicht mitbekommen, ne? Ich probiere hier, wir wollten hier eigentlich reingehen, um Tim Jacken zu zerstören. Aber leider ist der andere Typ halt so ein kolossaler Dummschwätzer, dass es schwierig ist. Verdammt nochmal, hier irgendwie Tim Jacken hier was anzuhängen. Das ist halt wirklich ein Problem. Ja. Anzuwerden, soll er mal in ein Arbeitslager gehen, wo er vielleicht dann auch sterben wird. Ja, mein Opa, der war in Sibirien, Gefangenenlager, der hat gesagt, das war so grausam. Also der hat ja da auch so Erfrierungen gehabt und das hat dann auch später so ein Rheuma ausgelöst durch diese Kälte. Und der hat gesagt, da ist da mal so ein Hund unter dem Zaun durch und der ist noch gar nicht richtig durch. Dann haben die mit dem Messer schon alle runtergeschnitten und den Hund gegessen. Solche Zustände waren das. Und das sollte einmal auch so jemand wie zum Beispiel dieser Salami mal mitmachen. Digga, ist einfach nur abgefuckt. Ist aber nicht nur Salami versuchen, diese beiden Infos zu fronten. Nee, die gehen auch. Habe ich das gar nicht mitbekommen, was er gesagt hat? Sorry, das möchte ich gerne nochmal hören hier, was er hier über meinen Kumpel Salami gesagt hat. Soll er mal in ein Arbeitslager gehen, wo er vielleicht dann auch sterben wird? Ja, mein Opa, der war in Sibirien, Gefangenenlager, der hat gesagt, das war so grausam. Also der hat ja da auch so Erfrierungen gehabt und das hat dann auch später so ein Rheuma ausgelöst durch diese Kälte. Und der hat gesagt, da ist da mal so ein Hund unter dem Zaun durch. Und der ist noch gar nicht richtig durch, dann haben die mit dem Messer schon alle runtergeschnitten und den Hund gegessen. Jo. Solche Zustände waren das. Und das sollte einmal auch so jemand wie zum Beispiel dieser Salami mal mitmachen. Aber warum? Aber wieso? Es ist wirklich das Problem. Also wie gesagt, eigentlich mache ich ja immer einen Bogen darum, ich bin kein Fan davon, pauschal alles als toxische Männlichkeit abzustufeln vor allem, aber ey, Bro, das ist ja wirklich, also dieser rechte Typ ist ja wirklich das Paradebeispiel für unangenehme toxische Männlichkeit, der Typ. Lass uns jetzt treffen und uns schlagen, ich renk dir den Kiefer aus. Da muss man arbeiten gehen in so ein Todesarbeitslager-KZ, mach das mal, da bist du echter Mann. Junge, was laberst du? Digga, ist einfach nur abgefuckt. Salami, habe ich dich gut in Schutz genommen?
Gib mir mal ein Zeichen. Passt das so? Ich habe mein Bestes gegeben. Es ist aber nicht nur Salami versuchen, diese beiden Insel zu fronten. Nee, die gehen auch ziemlich ehrenlos auf Keiler drauf. So ähnlich wie diese Keiler-Scheiks da mit dem Lindemann-Fall. Da sind ja auch alle anderen schuld, aber sie ist ja hingegangen. Und dann sind sie aufgebrezelt wie die allerletzten Punkt, gehen da hin und denken sich, der will dann mit denen irgendwie Obstsalat essen. Und dann machen sie ein Video drüber und dann schauen sie auf einmal wieder aus wie so eine Teenager- Mädchen da im Joggingsanzug, so ungefähr so arm und unschuldig, aber wenn sie rausgehen, dann wie die allerletzten, wenn du dann da was sagst, dann bist du gleich ein Frauenhasser, Misogynie und was ist da nicht all, Misogynie oder wie das heißt, ich kann es nicht mal aussprechen, weil es so ein Wort ist im Endeffekt. Digga, ihr seid einfach nur richtig ekelhafte Insellappen, die einfach keine Frau bekommen. Wirklich. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die bekommen einige Frauen fahren genau auf das ab, was die beiden verkörpern. Das ist also, die werden leider Gottes Frauen zur Verfügung haben. Ein schlechter Front. Ja. Insellappen sind sie wahrscheinlich nicht. Sie verhalten sich ein bisschen so. Ne, es schwingt hier, ne, bei solchen toxischen Männern schwingt halt immer dieses Narrativ mit, alle Frauen sind böse. Alle Frauen sind so gemein. Ne, aber ich glaube, die werden den ein oder anderen Geschlechtsverkehr haben. Ne? Das schätze ich schon. Also Insel ist ja dafür bekannt, nie bei Frauen zu landen. Ich glaube leider, die landen öfters bei Frauen. Leider Gottes. Rapu an euch beide, ey. Langsam habe ich wirklich Bock, mich ein bisschen zu boxen, Alter. Ey, die beiden Insels haben wirklich noch eine Menge weitere dumme Punkte in ihrem Video, wie dass Veganismus komplett schwachsinnig wäre und niemals überlebensfähig. Lol. Warte mal, was hasse ich denn? So vegane Küche ist gar nicht so meins. Trotzdem, ich sag auch, dass das Vegan ein künstliches Konstrukt ist, was so nicht funktioniert. Und das war mal Ressourcen. Warum sollte das nicht funktionieren? Es gibt Stämme auf der Welt, die ernähren sich nur vegan. Also klar, also es gibt Teile auf der Welt, da ist das ganz, ganz natürlich. Also, ne? Der Gedankengang ist ja auch erstmal einfach, Leute, weniger Fleisch essen. Das würde ja schon helfen in der Gesellschaft. Ne? Weniger billiges Fleisch würde auch vielen Leuten in der Gesundheit gut tun, tatsächlich. Respekt von den beiden haben sollte. Am Ende, wenn man mit der Argumentation am Ende ist, dann wird man beleidigend. Wait a minute! Der mit dem Barbie-Cap. Das ist ein Barbie-Cappy da, oder? Das ist der mit diesem rosa Cappy, was ich mir aufsetzen würde. Zwei so Kreuzritter, für mich sind das Herzog Ickzeugern und der Todwart da. Von. Es passt erschreckend gut, leider. Es passt erschreckend gut. Und der der Gummibärenbande. Die werden ganz einfach von Gummibären, sie hüpfen hier und hocken überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Gummibären. Ach, Legenden-Intro. Wer kennt das noch? Bitte einmal in Einzelchat. Wer kennt es noch? Lasst euch verzaubern. Sorry, meine toxische Männlichkeit kickt gerade wieder. Dummköpfen erstellt oder von Menschen ohne Ehre. Ich möchte auch jetzt auch nicht mehr weiter auf die beiden reagieren, weil ich kann nicht Zuschauern hier aufzeigen, wie man dumme Menschen erkennt und diese meidet und dann setze ich mich selber mit denen auseinander. Wie er dumme Menschen erkennt, wie könnte ich mir das vorstellen? Meistens, wenn er an einem Spiegel vorbeigeht wahrscheinlich. Ja. Da macht er ab und zu mal einen ausfindig. Aber bevor wir jetzt zum Abschluss des Videos kommen, also könnt abonniert gerne mal rein schon mal vorher, lasst ein Like da, dies, das, schreibt einen Kommentar, wie toll ihr die beiden findet. Nee, habe ich noch mal eine ganz kurze Ansage an euch beide. Wirklich an euch beide persönlich gerichtet. Störtepriester und auch Coach Metin, ich wünsche euch beiden einfach mal eine richtig gute Umarmung. Weil ich glaube, die braucht ihr. Und damit, Freunde, war es mit dem Video. Abonniert gerne rein, wenn ihr sehen wollt, wie die beiden noch wütender werden. Weil ich glaube nicht, dass sie Bock auf eine fette Umarmung haben. Dazu nochmal danke an Holzkern fürs Sponsoren des Videos. Danke an Holzkern. Super, super unangenehme Leute, wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Aber wenn ihr ihn supporten wollt, dann macht das natürlich. Tja, du kannst doch keinen Rentner verprügeln, lol. Was haben alle wegen deinen Haaren? Das ist super attraktiv bei dir. Er will sich nur deshalb körperlich mit dir... Es ist halt eine Angriffsfläche. Ne? Männer mit langen Haaren kann man immer sagen, du bist weiblich. Ich kann nicht die Einzige sein, die findet, dass dieser Mädchen so redet, als käme er aus Schuh des Manitou. Ach du heilige Scheiße. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, ihr kennt das Spiel, ja, lasst ein Däumchen nach oben da, da wird man euch loben, ja. Und ein Kommentar, ja, wer hier heute zerstört wurde. Da kannst du nur eine Antwort geben oder zwei vielleicht. Und ja, nee, dann guckt euch das nächste Video an. Ab damit. Ja.